Hallo, hier ist die Kathi und willkommen bei Teil 26 unseres Wags to Witches Pferderanch. Und heute fangen wir mal ganz anders an. Hier steht nämlich der liebe Mel, der sich im letzten Teil seinen Traum von der Tierklinik erfüllt hat. Er hat dieses wunderbare kleine Grundstück inklusive altem Häuschen, kleinem Gatter, ein paar schönen Bäumchen gekauft. Und das Ganze soll eine Tierklinik werden. Aber wir sehen hier schon Anforderungen unvollständig. Also wir müssen noch ein bisschen was tun. Und erstmal werden wir das Ganze umbenennen. Dann heißt das Ganze, ja, wie wollen wir es nennen? Mels Tierklinik? Keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mal bitte in die Kommentare. Jetzt machen wir daraus erstmal Tierklinik. Wir nennen es aber Tierklinik. So, dann könnt ihr vielleicht nochmal, wenn ihr eine tolle Idee habt, mir Bescheid geben. Wir brauchen hier so ein paar Sachen. Optional sind dann auch noch so eine Station, Chirurgiestation, Medizinverkaufsautomat. Wir brauchen auf jeden Fall Müllentsorgung, Tierarztpodest und einen Untersuchungstisch. Und was gibt's hier noch? Ach so, hier sind dann noch diese Herausforderungen. Hier hinten haben wir dann noch die Arbeitskleidung. Das finde ich ja auch wichtig, mal zu schauen. Hier gibt es schon so ein paar Vorgaben und wir können auch unsere eigene Arbeitskleidung machen. Das finde ich cool, das machen wir auch nochmal. Aber wir fangen, glaube ich, mal mit den wichtigsten Sachen an. Also wir gucken uns mal um. Das Häuschen sieht so aus. Da oben hat es noch so ein kleines Fensterchen drin. Ich finde es eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Es gibt doch hier bestimmt auch ein Schild, was wir so vorne hinstellen können, dass man auch erkennt, was das denn ist. Unerfülltes Rasenschild. Da ist ja nichts drin. Kann man da was reintun? Kann man da irgendwas drauf tun? Ja, tatsächlich. Ach, das ist ja cool. Das passt doch hier vielleicht ganz gut hin. Jetzt nicht so mitten in den Weg, aber hier so an die Seite vielleicht. Oder lieber das. Passt ein bisschen besser zu diesem ganzen Wench, ne? Vielleicht nehmen wir lieber das. Also, wir machen diesmal alles zusammen, ne? Ich mache jetzt hier keinen Vorlauf oder keinen, ihr seht plötzlich, wie es fertig ist. Ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch das ja auch mal, dass wir mal ein bisschen zusammen das Ganze hier machen. Kann man das hier irgendwie an die Seite bauen? Irgendwo dran machen? Ach so, hier kommt das dann hin. Ja, das ist doch auch gut. Dann können wir hier vielleicht nochmal hier oben eins ran machen. Wie sieht das andere aus? Das andere ist dann schon mit fertiger Hund und Katze. Ich finde das aber eigentlich ganz cool. Welche Farbe nehmen wir denn? Vielleicht dieses Braun? Na, das können wir gleich nochmal ändern. Und da können wir doch dann bestimmt hier so ein Bildchen auch drauf machen. Genau, sehr gut. Das mag ich auch. Ist mir aber ein bisschen zu bunt. Schade, dass es da keine anderen Farben von gibt. Oh, das ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, die Farben sind alle so ein bisschen doll. Das Gelb? Ja, das Gelb geht vielleicht noch gerade so. Warum muss denn das alles so quietschig sein? Ich glaube, ich mag das am liebsten. Kommt das auch auf die andere Seite noch drauf? Also ich habe ja gesagt, wir machen erstmal die wichtigen Sachen. Wir machen Schilder. So, ich habe mich jetzt, glaube ich, für die Farbe entschieden von dem Holz. Vielleicht machen wir dann auch mal die Fenster noch anders, aber schauen wir mal. So, dann setzt das Schild da. Oh, das sieht aber auch gut aus mit der Farbe. Ach, ich glaube, dann ändern wir hinten die Farbe auch nochmal wieder zu diesem Grün. Das Grün passt mit dem dunklen Holz sehr schön. Ja, das finde ich gut. Braucht man hier jetzt auf der Rückseite? Naja, kann ja nicht schaden. Ist es denn teuer? Nein, okay. Das passt schon. Ach, schön. So, dann geht's weiter. Wir brauchen einen Untersuchungstisch. Ja, gehen wir erstmal jetzt rein. Wahrscheinlich können wir den Briefkasten verkaufen. Okay, der kostet zwar nichts, aber den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, dann kommt man hier rein. Was gibt's denn hier? Also ich würde sagen, wir brauchen vielleicht auf jeden Fall eine Toilette für die Angestellten und vielleicht so einen Mitarbeiterraum. Eine Sitzgelegenheit zum Warten und vielleicht hier den Untersuchungstisch oder so. Dann machen wir hier noch eine Wand rein. Ja, das machen wir jetzt erstmal. So, eine Wand ist drinnen, eine Tür auch. Ich habe hier draußen schon mal ein bisschen das dunkler gemacht. Moment, einmal komplett hoch. Also, dass alle Fenster, hier die Zäune und das Gatter und so, alle die gleiche Farbe haben. Würde ich sagen, machen wir den kleinen Raum hier hinten noch einen Tacken kleiner. Das soll ja nur so ein Aufenthaltsraum sein. Vielleicht nochmal ein bisschen Tapete wäre nicht schlecht, oder? Vielleicht auch nicht unbedingt Tapete, sondern irgendwie so Holz. Mal schauen, die von Pferderanch könnten ja ganz gut passen. Nee, aber ich will auch nicht nochmal das Blau hier drinnen haben eigentlich. Hier drinnen soll es ein bisschen ordentlicher aussehen. Vielleicht auch ein bisschen heller? Das gefällt mir ganz gut von der Farbe her. Das ist nicht ganz so dunkel. Können wir die Fenster nochmal einen Tacken versetzen? So, ich glaube, hier machen wir auch nochmal ein großes rein. Obwohl, das reicht, da ist ja hier vorne noch das Fenster. Das sollte reichen. Okay, das sieht schon mal schön aus. Dann brauchen wir vielleicht auch nochmal einen helleren Boden. Der ist doch ganz schön. Der sieht jetzt auch nicht total schick oder so aus, aber ja, ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Dann machen wir mal schnell das Bad. Wo
Muss auch nichts Besonderes sein. Nehmen wir vielleicht hier diese holzige Toilette fürs Bad. Dann dieses Waschbecken. Das kann hier unter auch. Ja, das sieht doch gut aus. Da braucht man auch keinen Spiegel, oder? Man kann ja aus dem Fenster gucken. Das ist doch in Ordnung. So, machen wir das. Das reicht denn erstmal fürs kleine Bad? Wir müssen unser Geld ja für die wichtigen Sachen ausgeben. Und zwar ein Untersuchungstisch. 1000 oder 2500? Oh, was ist der Unterschied? Der sieht ganz schön ranzig aus. Passt natürlich irgendwie super hier rein bei uns, ne? So für den Anfang. Oder der hier, das ist dann die schicke Alternative davon. Der würde dann so aussehen. Aber ich glaube, wir fangen mal mit dem etwas schlechteren an. Und Mel, wenn er dann ein guter Tierarzt geworden ist, kann sich ja dann den besseren Tisch irgendwann leisten, bestimmt. Lassen wir den erstmal stehen und gucken uns mal an, wie groß das Tierarztpodest ist. Ach so, das ist Podest. Das ist hier diese Anmeldung. Okay. Die könnte man ja, glaube ich, hier draußen hin machen. Am besten hier, wenn man gleich reinkommt, hin. Dass man das dann gleich machen kann. Oder vielleicht hier auf die Seite. Und dann kann hier hinten so ein bisschen Sitzbänke oder sowas stehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Müllentsorgung. Vielleicht ja so ein Container. Ich kann mir vorstellen, dass da viel Müll anfällt bei so einer Tierklinik. Das passt doch ganz gut. Da kann der ganze Müll rein. Benötigten Sachen, die haben wir jetzt alle schon. Jetzt optional könnten wir noch eine Chirurgiestation kaufen. Da gibt es auch 2200 oder 3500. Scheint wieder das gleiche zu sein. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die schlechtere Variante. Ich habe gar keinen Platz, das hier irgendwo hinzustellen. Ist ganz schön groß. Ja, da sieht man aber mal, wie viel Platz man nachher noch bräuchte, ne? Das wird hier ja niemals zusammen reinpassen. Wenn wir den Untersuchungstisch vielleicht so ein bisschen an die Ecke stellen und dann später den... Nee, das wird nichts. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwann nochmal ein bisschen mehr Platz. Abbrechen, das können wir schon mal verkaufen. Also das Häuschen muss irgendwann nochmal einen Tacken größer werden. Man könnte es dann noch nach hinten ein bisschen rausziehen. Ich meine, ein bisschen Geld haben wir noch. Vielleicht sollten wir das gleich mal machen, bevor wir... das hier alles einrichten und das nachher doch größer ist, als man denkt. Sollen wir das gesamte Häuschen größer machen? Ich glaube schon, ne? Wenn das jetzt hier so abgehackt wäre, würde es auch doof aussehen. Gut, dann ziehen wir das einmal komplett hier ein bisschen raus. Das Dach natürlich auch mitnehmen. Dann machen wir das Bad und den Aufenthaltsraum erstmal noch wieder ein bisschen kleiner. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut so. Und den hier vielleicht auch nochmal um einen verschieben. Das ist ja groß genug so als Aufenthaltsraum auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob das hier reinpassen würde. Das billige Gerät auf jeden Fall. So, ne? Würde das funktionieren? Ich glaube schon. Ach, da ist dann die Tür im Weg. Vielleicht können wir es ja so hinstellen. Oh ja, das gefällt mir besser. Einmal bitte was sehen. Ja, das sieht doch gut aus. Also gut, mit gut meine ich, es passt rein. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ah, alles hier dreckig und ein bisschen kaputt, aber... Ja, das sind die Anfänge einer Tierarztkarriere. So, was wollen die noch? Eine Heilmittelherstellungsstation. Ach Gott, das ist auch noch wieder so groß. 650 oder 1200. Aber das passt hier noch an die Seite. Ja, sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir alles, was wichtig ist hier drin in unserem kleinen Untersuchungsraum. Sehr schön. Und es gibt noch einen Medizinverkaufsautomaten. Der kann ja an den Aufenthaltsraum. Da gibt es auch einen guten und einen schlechten von. So. Oh nein, der ist leer. Muss man da die Sachen noch kaufen? Okay. Na mal schauen. Ich habe die Tierarztkarriere noch nie gespielt, deswegen habe ich keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Sitzplätze, vielleicht noch irgendwas, wo die Tiere mitspielen können. Aber wir haben hier die Anforderungen jetzt alle schon mal erfüllt. So, was gibt es hier noch? Tierarzt-Taburett. Können wir uns auch noch mal vielleicht irgendwo hinstellen oder auch nicht, weil wir keinen Platz haben. So vielleicht. Ach, es wird hier so richtig vollgemüht, ne? Wir können ja hier vielleicht nochmal einen Lautsprecher aufhängen. Dann haben die Leute was zum Hören. Den mag ich nicht. Vielleicht den hier, so mit Holz. Nehmen wir den. Machen wir hier oben so einen Lautsprecher hin. Vielleicht kann man dann auch so Durchsagen machen, wer als nächstes dran ist. Dann machen wir jetzt hier nochmal irgendwie so Sitzplätze hin. Irgendwas schön Gemütliches. Vielleicht so eine Bank. Der Holzstamm ist ja auch cool. Der ist schon irgendwie witzig, aber vielleicht können wir den draußen hinstellen. Ja, so ist schön. Und die Pferde brauchen hier auch noch ein bisschen Essen. Fällt mir gerade auf, aber das machen wir gleich. Ich komme schon wieder von einem ins nächste, ne? So, wir wollten jetzt hier Sitzplätze hinmachen. Das wird jetzt als erstes erledigt. So, eine Bank kommt dahin und dann kommt hier noch so eine Bank hin. So.
Machen wir das so. Dann kann da so ein kleines Tischchen an die Seite. Pflänzchen brauchen wir auch noch, dass es ein bisschen gemütlicher aussieht. Dann vielleicht noch was für Tiere. Auf jeden Fall einen Napf bräuchten wir, würde ich sagen. Der kann hier vorne stehen. Dann, genau, für die Pferde. Wir können ja leider keine Pferde behandeln, aber wir können es ja zumindest so aussehen lassen. Oder vielleicht kommt ja auch jemand mit seinem Pferd und dann kann er das wenigstens hier gut versorgen. Und hier drinnen kommt dann ein bisschen was für die Hunde und die Katzen hin. Noch ein Kratzbäumchen vielleicht. So, da haben wir jetzt ein paar Plätzchen für die Tiere. Das Hundekissen liegt hier so mittendrin. Ich habe gedacht, dann kann man sich hier hinsetzen und die Tiere können da vielleicht liegen. Bisschen was für die Katzen. Hier müssen noch so ein paar Zeitschriften hin, finde ich ja. So, ein paar Zeitschriften haben wir auch da liegen. Fehlt noch was? Ach ja, Licht wäre nicht schlecht, oder? Wir haben noch gar kein Licht. Hängen wir ein paar von diesen Lampen hier auf. Die sind ja auch schön rustikal. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Aber uns fällt bestimmt noch was ein, wenn wir spielen, was wir brauchen. Sollten wir also vielleicht noch ein bisschen sparen. Das haben wir alles erledigt, das ist sehr schön. Also, Leute können reinkommen, sie können sich anmelden, sie können sich hinsetzen. Die Tiere sind versorgt. Ein Katzenklo, oder? Das wäre vielleicht noch gar nicht schlecht. Das stellen wir dann hier hinten nochmal ins kleine Bad rein. So. Und sonst können wir ja nach und nach mal holen, was wir noch brauchen. Vielleicht legen wir den Kätzchen hier noch ein Spielzeug hin, damit die auch was zu tun haben. Und für die Hunde natürlich so eine kleine Spielzeugkiste. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen die Farben verändert. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und diesen grünen Busch hier vorne habe ich weggenommen und dafür lieber die Spielzeugkiste hingestellt. Ja, es wirkt jetzt auch ein bisschen offener, als wenn jetzt hier so die Grenze mit diesem Busch gewesen wäre. Dann schauen wir uns jetzt mal die Tierarztkleidung an. So, hier haben wir einmal die weibliche Tierarztkleidung. Gibt es hier schon vorgefertigte Looks? Die finde ich besonders schön. Also es gibt schon die in grün, in blau. Und das wäre jetzt die, die wir, glaube ich, aussuchen im Moment. Gucken wir mal. Ich glaube, ich mag diese Polo-Shirts hier lieber als diese Wickel-Shirts. Gibt es noch mehr? Ich glaube, das sind nur diese beiden, die Möglichkeiten, die es hier gibt. Vielleicht in der... Ja, beige oder rot finde ich ganz cool. Ich glaube, wir machen mit beige und dann vielleicht mit einer dunklen Hose. Das sieht aus wie Schlafanzughosen. Also keine mehr von den Tieren anscheinend. Aber es muss ja auch keine von diesen Tierpack sein, finde ich. Mir gefällt, glaube ich, das als weibliche Variante ganz gut. So, das Ganze jetzt nochmal für die Männer. Hier das Poloshirt nehmen wir da auch. Und dann auch das in beige, würde ich sagen. Ja, finde ich gut. Und dazu auch eine dunkle Hose und ein paar Stiefel. Ich glaube, so gefällt mir das ganz gut. Ist ein bisschen lockerer, ne? Hier sind jetzt unsere beiden Outfits. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Wir haben die Outfits, wir haben gebaut, was man braucht. Wir haben ein Schild. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder in den Live-Modus. Jetzt schauen wir uns das mal hier genauer an. Also hier gibt es irgendwas mit Sternen. Ja, da kann man anscheinend noch irgendwas erreichen. An der Tierklinik-Bewertung kannst du erkennen, wie deine Tierklinik den Kunden gefällt. Je höher die Wertung, desto mehr Kunden. So ein bisschen wie mit dem Vermieten, ne? Klicke auf den Button Letzte Finanzen anzeigen, Schichtbericht ansehen, um mehr zu erfahren. Okay, aber wir fangen mal hier vorne an. Das ist also unsere Tierklinik. Hier können wir die wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen, umbauen, aber auch nicht. Nein, okay, Gewinnspanne 100%. Man kann auch weniger und noch mehr machen. Wir bleiben mal dabei. Werbung kann man schalten. Versorgungsqualität. Die Versorgungsqualität deiner Tierklinik beeinflusst die Effektivität deiner Behandlung. Je höher die Versorgungsqualität, desto zufriedener sind die Kunden und desto mehr bezahlen sie. Erwirb zum Freischalten den Vorteil tierärztliche Versorgungsqualität freischalten. Letzte Finanzen anzeigen. Okay, hier können wir also gucken, wie viele wir behandelt haben. Gehälter, Werbekosten, Nettogewinn und Mitarbeiterbericht. Aber wir haben ja noch keine Mitarbeiter. Angestellte verwalten. Oh, hier kann man sie also einstellen. Hier ist unser Budget. Hier sind unsere Vorteilspunkte. Wie kriegt man denn Vorteilspunkte? Schaltet die Möglichkeit frei, über das Fenster Angestellte verwalten, einen zusätzlichen Tierarzt einzustellen. Ah, okay. Das kann man dann alles kaufen. Motivationsrede, geduldige Patienten, geringer Tierstress, Tierarztkittel. Cool, dass man da noch so Sachen bekommen kann. Na gut, also ich habe es noch nie gemacht. Ich mache mal einfach auf, ich meine, es ist 13 Uhr nachmittags, ihm geht's gut. Dann machen wir mal auf Öffnen. Aktuelle Tierklinik, die Tierklinik ist geöffnet. Sehr schön.
So, Mel, dann geh mal dahin. Kannst du dich auch umziehen und dein Outfit anziehen? Outfit ändern? Sein Tierklinik-Outfit ist jetzt nicht hier. Hier kann man jetzt einstellen, keine neuen Gäste zulassen. Hier dudelt auch schon sehr schöne Musik. Japanische Volksmusik. Oh, ist das das Einzige, was auf diesem Lautsprecher läuft? Ich glaube, wir müssen doch nochmal einen Lautsprecher dahin machen. Ach Mensch. Ich dachte, das kann man einstellen, was man dann da zu hören bekommt. Aber die ganze Zeit jetzt japanische Volksmusik muss auch nicht sein. Ach so, hier steht immer noch direkt dahinter, welche Musik dann da läuft. Warum kann man denn nicht da einfach... Metal wäre ja auch schön. Warum kann man da nicht einfach einschalten? So wie beim Radio, was man da hören will. Na gut, was gibt's denn hier so? World? Ich finde die Lautsprecher alle so hässlich. Also... Nicht böse gemeint, aber sie sind wirklich hässlich. Sie sind so klobig. Und gerade diese hier, die sind ein bisschen schöner. Ich meine, wir könnten New Age, geht vielleicht auch gerade noch so, oder? Welche Farbe nehmen wir da? Den? Nee, das sieht nicht aus. Nehmen wir hier das Schwarz. Okay, dann machen wir es so. Dann läuft da ein bisschen New Age. Also Mel ist hier am Sport machen. Wie genau kann er jetzt hier Tierarzt sein? Okay, da kommt jemand und meldet sich anscheinend an. Wer bist du denn? Supriya Delgado. Und wen hast du mitgebracht? Da hinten kommt eine Katze. Oh, Moment, du hast aber einen langen Namen. Wie heißt du? A. Bartolomeo Bittelban Senior. Uiuiui, das ist aber ein langer Name. Hier oben ist irgendwas mit einer 3 über ihrem Kopf. Vielleicht wären die 3 Sterne da oben ihre aktuelle Bewertung. Wir können uns ja mal einmal den Patienten begrüßen. Hallo. Ich bin der Mel und ich bin hier der neue Tierarzt. Patient behandeln. Irgendetwas stimmt mit meinem kleinen Jungen A. Bartolomeo nicht. Kannst du ihm bitte helfen? Natürlich. Er ist ein bisschen blau, ne? Und Kochi ruft an. Kochi, was denn los? Es ist schön, deine Stimme zu hören, Mel. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Lilly Zu besser kennenlernen sollte. Ja, ja, mach mal. Wir müssen uns hier... Ach, jetzt hat er sich umgezogen. Oh, stopp. Zeig mal. Oh, hallo. Oh, wir müssen ihn unbedingt ein bisschen umstylen, dass er vielleicht auch seine Brille immer auf hat. Sage ich, glaube ich, schon zum dritten Mal, oder? Also nicht in diesem Part, aber in verschiedenen Parts. Jetzt gibt es hier oben so eine Anzeige für den Tierarzt. Was kann er denn jetzt machen? Den Patienten beruhigen können wir noch nicht. Oh, Moment, ich muss mal Pause machen. Das ist alles so neu. Patienten beruhigen. Spritze mit industriellem Entspannungsserum geben. Du hast kein industrielles Entspannungsserum in deinem Inventar. Stelle welches an der Heilmittelherstellungsstation da. Ah, wir müssen erst die Sachen herstellen. Tier beruhigen, der Patient ist nicht gestresst. Okay, das ist doch schon mal gut. Zur Chirurgiestation bringen sollte man vielleicht erst machen, wenn man weiß, was das arme Kästchen hat. So, jetzt können wir ihn untersuchen. Oh, hier gibt es ganz vieles. Augen, Diagramm, Haut, Fell. Wir machen mal Haut und Fell. Und dann vielleicht nochmal den Mund. Na, einmal ganz doll A machen. Nimmt man dafür die Finger? Ist das so ungefährlich bei einer Katze? Und? Einen müssen wir, glaube ich, noch machen. Temperatur messen. Also sie hat im Moment eisiges Fell, niedrige Temperatur und noch irgendwas Unbekanntes. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Nochmal untersuchen, vielleicht die Augen. Oh, jetzt wird sie langsam unruhig. Okay, jetzt müssen wir sie erstmal beruhigen. Einmal beruhigen, bitte. Dustily, es ist doch alles gut. Kahifa Sanjiva. Wir brauchen, glaube ich, hier eine volle Leiste, damit wir dann rausfinden können, was sie hat, um sie dann zu behandeln. Wir machen nochmal die Atmung. So. Oh, Frau. Da riecht es anscheinend komisch. Er hat es geschafft. Sehr feuchte Haut. Kühlboxfieber. Och, einmal behandeln. Womit? Spritze geben. Antivirale Substanz. Okay, da ist dann ein Daumen hoch und bei dem anderen ist ein Daumen unten. Okay. Dann einmal die Spritze, bitte. Oh, nee. Oh, uiuiui. Alles gut. Nichts passiert. Krankheit geheilt. Mel hat die Untersuchung und Behandlung von A. Bartolomeo abgeschlossen. Es müsste ihm jetzt viel besser gehen. Toll. Dann einmal den Patienten bitte entlassen. Und er hat sogar schon Geld verdient. Toll. Also er hat immer noch eine Bewertung. Ich weiß jetzt nicht, warum er nur den einen Stern bekommen hat. Was war los? Wir haben doch das Tier geheilt. Ist das nicht das Wichtigste? Was können wir denn hier noch sehen? Moment, wir können hier, glaube ich, draufdrücken. Wachstumspotenzial. Versuche, die Klinik aufzuräumen oder mit besseren Möbel auszustatten. Ja. Umgang mit Patienten. Versuche, aufmerksam mit deinen Patienten umzugehen. Na gut. Aber unsere Wartezeit ist anscheinend sehr gut.
Aber wir haben schon mal 125 Simoleons bekommen. Und 60 Vorteilspunkte. Cool. Okay, dadurch kriegt man die dann, wenn man die Tiere behandelt. Ich meine, das macht Sinn. Kommt hier noch jemand? Da kommt der nächste schon. Hallo, es ist eine Katze. Ja, Wally. Oder ist das ein Hund? Moment, bist du ein Hund oder eine Katze? Für Wally heute nur die ganz normale Kontrolluntersuchung, bitte. Alles klar. Dann machen wir einmal gleich Kontrolle. Alles einmal untersuchen anscheinend. Untersuchen, einmal die Temperatur. Und dann die Augen. Und Mel hat schon Level 2 der Tierarztfähigkeit erreicht. Mel hat zwei wunderschöne Briefkästen mit Tiermotiv freigeschaltet. Er kann jetzt Sumpfwassertoffee und Nahrungsriegel cooler als Flüssigstickstoff an der Heilmittelstation herstellen. Langsam wird die Katze ein bisschen unruhig. Vielleicht können wir sie ja zwischendurch ein bisschen beruhigen. Dann werden wir nochmal Haut und Fell untersuchen und vielleicht den Mund. Alles ist gut, Wally. Ist doch alles gut. Und sie so, warum? Er macht das doch toll. Ich glaube, die Umgebung ist halt echt nicht unbedingt die beste. Sie hat eine saubere Nase, eine gesunde Haut, aber sie hat leider eine hohe Temperatur und eine entzündete Niedlichkeitsdrüse. Die Niedlichkeitsdrüse ist entzündet, das kann ja wohl nicht sein. Was untersucht er jetzt noch? Noch einmal eine Untersuchung und vielleicht hat er dann gleich raus, was sie hat. Sie hat eine Niedlichkeitsdrüsenverstopfung, die Arme. Gibt es eine vorbeugende Spritze dazu? Ganz schnell, bevor sie es merkt. Ah, bumm. Geschafft. Mel hat die Untersuchung von Wally beendet. Das Tier scheint nicht krank zu sein. Vielleicht können wir hier ja mal was herstellen. Für die Chirurgiestation kann man auf Katzenminze basierendes Beruhigungselixier herstellen oder Bauchkraulgel. Wir stellen mal das Beruhigungselixier her. Dann kann man für den Untersuchungstisch ein industrielles Entspannungsserum herstellen. Oder die Leckerchen, die wir vorhin freigeschaltet haben. So, Mel, hör mal kurz auf. Wir haben hier einen Patienten. Das ist nämlich Carrie. Carrie benimmt sich irgendwie merkwürdig. Ich glaube, irgendetwas stimmt da nicht. Könntest du sie dir bitte ansehen? Natürlich machen wir das. Oh, Mel geht's auch langsam nicht so richtig gut. Ich denke, das wird jetzt sein letzter Patient heute sein und dann wird er mal nach Hause fahren und Ruby von all seinen Erlebnissen heute erzählen. Aber erstmal müssen wir Carrie noch heilen. Carrie hat auch brennende Pfoten. Okay. Behandlung, brennende Pfoten, Parasitenkillerspray. Na mal los. Oh, du machst aber ganz toll mit, Carrie. Hast du gut gemacht. Als gutes Tier bezeichnen und dem Besitzer eine Rechnung geben. Das können wir auch noch machen. Krankheit geheilt. Mel hat die Untersuchung und Behandlung von Carrie abgeschlossen. Sehr schön. Und dann macht Mel sich jetzt auch mal auf den Heimweg. Ich glaube, wir müssen hier schließen, richtig? Das war unser Tag anscheinend. 375 Simoleons haben wir eingenommen. Wir waren 9 Stunden offen, haben 3 Gäste bedient. Stresslevel ist anscheinend sehr hoch. Wir müssten die Tiere ein bisschen besser beruhigen. Der Umgang mit dem Patienten könnte auch noch ein bisschen besser sein. Okay, aber die Wartezeit ist immer noch super. Und Mel ist wieder zu Hause. Hallo Pferdchen, hallo Bürgermeister Schnurrhaar, hallo Bernie, hallo Flocke. Irgendwo müsste sich auch noch hier Milo rumtreiben. Mel soll Ruby noch einmal von seinem Tag erzählen. Na, genau, einmal knutschen ist immer richtig. Und jetzt, wo geht ihr hin? Jetzt plaudern sie noch ein bisschen. Genau, mein Tag war ganz toll, meine Klinik ist super. Ich habe 3 Tiere heute geheilt. So, noch ein bisschen rumgeknutscht und ich glaube, dann muss Mel auch ins Bett. Der ist nämlich super müde. Gute Nacht, Mel. Ruby geht's aber, glaube ich, noch ganz gut. Ruby, du könntest mal den Stall säubern, die Eier einsammeln und noch ein bisschen Futter in der Nähe verteilen. Wie sieht's hier hinten aus? Alles noch sehr schön, prima. Man einen Tag nicht zu Hause, muss man erstmal wieder alles vernünftig nachschauen, ne? Ob ihr hier alle auch keinen Unfug gemacht habt. Minoru ist aber auch unterwegs. Okay, Minoru, du bist der Beste. So, Ruby, koch mal schnell noch einen Kaffee. Ein Wasser habe ich ihr schon eingepackt. Und dann denke ich mir, es geht ihr jetzt nicht so schlecht. Vielleicht machen wir uns auch mal kurz auf den Weg zur Höhle. Und da sind sie beiden gleich angekommen. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Ist schon wieder 5:30 Uhr morgens und Ruby ist jetzt langsam auch müde. Naja, schnell rein da mit dir. Und Ebene 8, der Bär mit Bizeps. Ja, wir müssen wieder mit irgendwem hier kämpfen. Der Bär hat 29, wir haben 30 Gesundheit. Einmal Angriff. Ruby hat 16 Schaden verursacht. Ruby hat das Wesen besiegt. 25 Höhlenfortschritt. Ruby betritt eine Höhle. Ach ja, das ist der mit dem Zwerg, der müde ist. Wir haben
jetzt den Kaffee mit. Wir versuchen, den Zwerg zu besänftigen. Das ist genau das, was der Zwerg wollte. Eine Zwergenbelohnung wird gewährt. 50 Höhenfortschritt. Sehr gut. Und jetzt ist da wieder Feuer im Weg. Ich habe Wasser eingepackt, zu löschen. Ja, wir haben erfolgreich eben eine 9. Höhle freigeschaltet. Also es gibt wahrscheinlich anscheinend wirklich mindestens 10. Der Zwergenrug. Die Zwerge haben in ihrer Gier zu tief gegraben. Du weißt, was sie in der Dunkelheit erweckt haben. Spitze Hüte und Feuer. Sei bereit, es gibt ältere und nervtötendere Wesen als Zwerge an diesen tiefen Orten der Welt. Gesundheit des Zwergenrock 27, Gesundheit von Ruby 30, Höhenfortschritt 0 von 100. Angriff. Erstaunlicherweise lässt sich der Zwergenrock nur durch das Aroma von Präriegrasnektar schwächen. Ah, müssen wir also einpacken, haben wir noch nicht, ne? Geht also nicht. Deswegen können wir nur weglaufen. Wir brauchen also Präriegrasnektar. Okay, lauf weg. Und Ruby wird aus der Höhle vertrieben. Ja, alles gut. Dann mal schnell nach Hause. Wir sind ja ein Stück vorwärts gekommen. Ruby ist wieder zu Hause, geht jetzt gleich mal schlafen. Und ich denke, Mel wird jetzt mal seine Arbeit kündigen. Das schaffen wir alles gar nicht. Das ist viel zu viel und das will er ja sowieso nicht machen. Er will ja Tierarzt sein. Und Mel gibt seinen Job auf. Ja, bitte einmal aufgeben. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt da so traurig drüber ist. So, einmal Milo noch baden. Wir brauchen also Präriegrasnektar. Das können wir gleich mal herstellen. Und Koji möchte mit Agnes Knautschgesicht auf ein Date gehen. Naja gut, dann mach mal. Viel Erfolg. Ruby wünscht sich hier sogar Präriegras zu ernten. Das pinne ich mal an. Dann kann sie vielleicht hier hinten das Präriegras ernten. Und danach hier so ein bisschen Präriegras-Nektar herstellen. Bitte einmal Nektar dann herstellen. Und ich habe mir gedacht, Mel kann ja seinen Job auch nochmal hier registrieren, dass er nicht arbeitslos gelistet ist. Dann wird er Tierarzt. Jobbeschreibung ist dann kranke Tiere heilen. Er kümmert sich hier auch gerade ein bisschen um Orkan. Orkan ist traurig. Warum? Was ist los mit dir, Orkan? Fragt er ihn das gleich mal? Aufmuntern und fragen, was los ist. Ruby kümmert sich hier um eine, ist das eine Müllpflanze? Können wir die auch ernten? Daraus kann man auch Nektar herstellen. Deswegen ist das ganz cool, dass wir die jetzt haben. Der Platz ist da ein bisschen doof, aber na gut. Ich würde sagen, wir packen uns doch nochmal jetzt schnell ein bisschen Wasser ein. Kaffee nehmen wir jetzt nicht nochmal mit. Wir haben jetzt den Nektar mit, das sollte dann hoffentlich reichen. Und da sind sie auch schon wieder da. Schnell in die Höhle rein, Ruby. Jetzt haben wir hier wieder den Bären. Der Bär hat 34, wir haben 30. Angriff. Ruby hat 15 Schaden verursacht. Nochmal Angriff. Das Wesen hat 12 Schaden verursacht. Angriff. Ruby hat 17 Schaden verursacht. Nochmal Angriff. Und Ruby hat das Wesen besiegt. 25 Höhenfortschritt. Und jetzt haben wir das Dino-Dilemma. Der Dinosaurier wollte, glaube ich, das Fleisch oder rotes Fleisch. Manno! Wir haben extra jetzt das andere mitgebracht, den Nektar. Na gut, dann geh raus. Einen schönen guten Morgen. Mel geht's auch gut. Deswegen macht er sich jetzt auf den Weg zur Tierklinik. Die Tierklinik ist im Moment noch geschlossen. Das lasse ich jetzt erstmal auch so. Er kann erstmal hier noch ein bisschen dran arbeiten. Super, das erste hat er fertig. Dann kann er jetzt nochmal vielleicht ein Leckerchen herstellen. Dieses Toffee. Und dann auch nochmal diesen Nussriegel. Hier haben wir jetzt schon dieses auf Katzenminze basierende Beruhigungselixier. Sehr gut. Und hier unten haben wir das Sumpfwasser-Toffee. Können wir das da in diesen Schrank reinlegen? Tada! Och, sehr gut. Jetzt sieht das auch ein bisschen voller aus. Und er hat Level 3 der Tierarztfähigkeit erreicht. Mel kann jetzt zischende Zimtcracker an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Zudem hat er ein niedliches Tierwandtattoo freigeschaltet. So, die Tierklinik ist offen. Da ist der erste Gast, wollte ich gerade sagen, Patient. Einmal freundlich vorstellen. Ich weiß nicht, was mit Kelly los ist, aber sie gefällt mir gar nicht. Glaubst du, du kannst helfen? Na klar, können wir helfen. Einmal bitte auf den Untersuchungstisch hüpfen. So, einmal untersuchen. Und zwar die Temperatur. Dann vielleicht mal die Ohren und Haut und Fell. Und wahrscheinlich müssen wir sie gleich ein bisschen beruhigen. Wir haben es geschafft. Normale Lavanase. Normal ist auch schön. Einmal behandeln und du brauchst ein organisches Desinfektionsspray, okay? So, einmal behandeln bitte. So. Sehr gut. Run, Janky Hab. Krankheit geheilt. Können wir hier eigentlich schon was kaufen? Was haben wir irgendwie hier schon? 740. Damit können wir uns schon was kaufen. Einen zusätzlichen Tierarzt. Patientenansturm. Tierärztliche Versorgungsqualität. Schaltet die Fähigkeit frei, die tierärztliche Versorgungsqualität festzulegen. Das kaufen wir uns. Sehr schön. Bitte einmal gekauft. Können wir das hier machen? Versorgungsqualität. Premium plus 50% Behandlungskosten. Oder Schwarzmarkt. Nein, wir machen mal Premium. Wir sind ja super.
Dankeschön. So, wer bist du? Diego, und du kommst mit Stella. Hallo Stella. Für Stella heute nur die ganz normale Kontrolluntersuchung bitte. Machen wir... Wir haben schon saubere Nase, gesunde Haut, normale Temperatur, normaler Mundgeruch. Oh, vielleicht haben wir ja mal ein gesundes Tier. Und der Hund ist gesund. Können wir ihr eine vorbeugende Spritze geben? Immer gut. Einmal Tipp. Aua. Hast du gut gemacht. Und er hat uns, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Kann das sein? Super. Sind wir jetzt schon ein bisschen besser? Wir haben immer nur noch 1 Stern. Mensch. Bei 5 Bewertungen. Wie spät haben wir es denn? 18 Uhr. Na, ein bisschen kann er noch arbeiten. Vielleicht kommt noch ein Patient. Und tatsächlich hatte Koji ein nettes Date mit Agnes Knautschgesicht. Glückwunsch. Oh, wer kommt denn da? Das kommt Squee. Und Squee sieht nicht gut aus. Einmal freundlich vorstellen. Irgendetwas stimmt mit meinem kleinen Jungen Squee nicht. Kannst du ihm bitte helfen? Ja, Squee ist ganz schön blau. Und Mel hat Tierarzt-Level-Fähigkeit 4 erreicht. Mel kann jetzt Fühl-Dich-Gut-Serum als Behandlung am Untersuchungstisch verabreichen und den Stinkinator an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Einmal kurz hier nochmal untersuchen, was Neues, Diagramm erstellen. Darüber hinaus hat er auch noch ein niedliches Tierwandtattoo freigeschaltet. Sehr gut. Also wir kommen hier auf gar nichts. Anscheinend die Augen nochmal. Und die Atmung, also wir haben hier noch alles unbekannt. Was hast du, Kleiner? Also untersuchen können wir nichts mehr. Wir haben alles untersucht. Wir können ihm jetzt nur eine Quietschfidel-Pille geben. Mal gucken, ob das hilft. Da gibt es jetzt die Pille. Ist er das? Yum, yum, yum. Oh, das hat geholfen. Anscheinend. Super. Und dann ist es auch schon wieder gleich 10. Oh, jetzt kommt doch noch einer. Okay, jetzt kommt noch ein Patient. Das ist dann aber wirklich der letzte. Dann müssen wir hier gleich mal keine neuen Gäste zulassen. So, jetzt aber. Moment. Keine neuen Gäste zulassen. Uns einmal hier vorstellen. Patient begrüßen. Wer kommt denn? Da kommt Smokey. Und Smokey hat anscheinend... Was hat er da? Flöhe? Oh nein, da kommt noch einer. Irgendetwas stimmt mit Smokey nicht. Ja, dann schnell mal rauf. Einmal behandeln. Der hat leichte Repugnitis. So, einmal Behandlung. Parasitenkiller-Spray. Und Krankheit geheilt. Sehr gut. So, jetzt du schnell noch. Ich weiß nicht, was mit Zoe los ist, aber sie gefällt mir gar nicht. Ja, ja, wir helfen ihr. Moment. So, sie ist schon von Anfang an sehr aufgeregt anscheinend, die kleine Maus. Also da ist gleich von Anfang an hier oben alles rot. So, dann fangen wir mal mit der Temperatur an. Einmal schnell die Ohren. Ich weiß, dass du Hunger hast, Mel. Sie hat Regenbogenhaufen. Ach Mensch, können sie mal hier irgendwo hinkackern? Das möchte ich mal gern sehen. Und Herzrasen, oh nein. Er hat schon rausgefunden, was sie hat. Krankheit geheilt. Es müsste ihr jetzt viel besser gehen. Sehr gut. Prima gemacht. Und mit der Halskrause ist ja auch süß. So, wie sieht's hier aus? Oh, wir haben jetzt 1,5 Sterne. Es wird. Es wird. Das Stresslevel ist immer noch zu hoch bei den Tieren. Und unsere Atmosphäre sieht auch noch nicht so doll aus. Aber wir haben eine tolle Servicequalität. Sehr gut. Und heute haben wir 719 Simoleons verdient bei 12 Stunden Öffnungszeit. Dann werden wir jetzt mal schließen. Und dann kann Mel hier nochmal ein bisschen aufwischen und danach geht er nach Hause. Ich werde den Part heute hier auch beenden. Im nächsten Part werden wir uns nochmal wieder ein bisschen mehr um Ruby kümmern, aber natürlich auch wieder unsere Tierklinik voranbringen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!